Hey Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zur Erklärung, um was es heute geht. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht. Heute haben wir noch ein Megathema. Haben wir hier einen Tesla. Da gibt es wohl unendlich viele Teslas, die ein Problem haben und da vorne quietscht es unglaublich. Und zwar hatte ich das Problem, dass meine Querlenker gequietscht haben, weil es da wohl einen Konstruktionsfehler gibt. Über das Video selbst will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Vielleicht hat es der eine oder andere noch gar nicht gesehen. Ich habe da die Autodoktoren ein bisschen auf die Schippe genommen. Wenn dich das Video interessiert, ich werde das mal hier verlinken. Ich habe einiges an positivem Feedback erhalten. Dafür vielen Dank. Der eine oder andere wollte wissen, ob das Problem denn jetzt bei den neuen Querlenkern gelöst wäre. Unter anderem Bumblebino und Hugo Gold 4479 haben mir dazu Fragen gestellt. Im Video hatte ich das Rad abmontiert, um euch zu zeigen, wie das aussieht da drin mit dem Querlenker und warum dieser mit der Zeit kaputt geht. Natürlich ist das keine große Sache, das Rad runterzunehmen, aber es geht auch einfacher. Ich habe weder Kosten noch Mühe gescheut und habe mir kurzerhand diese Endoskopkamera zugelegt mit Display. Hier ist ein langes Kabel dran und am Ende von diesem Kabel befindet sich hier eine Kamera und eine LED. Und ich hoffe, dass ich damit jetzt zeigen kann, wie das Ganze aussieht und ob der Querlenker jetzt tatsächlich anders ist als der ursprünglich eingebaute. Und da schauen wir jetzt mal rein. So eine Kamera hätte ich mir übrigens sowieso zugelegt. Ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Anwendungsbereich, wo man sowas wirklich gebrauchen kann. Und ich denke, das wird in Zukunft für mich auf jeden Fall auch noch ein nützliches Teil werden. Ich habe es jetzt mal eingeschaltet. Nehme mal die Kamera in die Hand. Hallo. Der Plan hat leider nicht sonderlich gut funktioniert, die GoPro zu halten und gleichzeitig mit der Kamera in den Radkasten rein. Also habe ich die GoPro und dieses Display kurzerhand auf den Boden verfrachtet und das sollte jetzt besser funktionieren. So, ich gehe jetzt mal mit der Kamera, meine Reifen sind noch gut, ich gehe jetzt mal mit der Kamera hier in den Radkasten rein. Wie man sieht, hier ist die Feder, hier ist der Querlenker und die Schraube und der Querlenker von oben. Ich werde das erstmal sauber machen, damit man da besser sieht. Ich habe jetzt mal den Kopf oben vom Querlenker mit einem Lappen und Öl sauber gemacht. Außerdem habe ich für zusätzliches Licht gesorgt. Und wie man sieht, ist es hier jetzt auch ein ganzes Stück heller. Ich bin jetzt mit der Kamera hier am oberen Querlenker wieder. Und wenn ich jetzt von oben, was ein bisschen schwierig ist, da drauf halt, dann sieht man hier jetzt ziemlich deutlich, dass hier oben zu ist. Und für mich fühlt sich das an. Ich dachte erst, es fühlt sich an, als wäre es gummiert. Aber ich glaube, es ist kein Gummi. Es fühlt sich metallisch an. Auf jeden Fall ist alles zu. Ja, genau in diesem Bereich oben auf diesem Kopf war es ja so gewesen, dass da wie eine Art Schmiernippel war. Der Ranger meinte zu mir, dass er es für einen Schmiernippel hält,
allerdings etwas Amerikanisches. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Auf jeden Fall ist es jetzt von oben komplett geschlossen. Ich habe außerdem auch den Test gemacht und wieder Wasser über die Scheibe laufen lassen. Und wie ihr hier ganz deutlich sehen könnt, läuft das Wasser nach wie vor von oben direkt auf diesen oberen Querlenker drauf. Daran hat sich also nichts geändert. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Drama ist. Der ältere von den beiden in dem Video von den Autodoktoren hat ja auch gemeint, dass ja bei Regen immer wieder Wasser hochgeschleudert wird und es ja sowieso dahin kommt. Und ehrlich gesagt, der Meinung bin ich auch. Unglücklich war halt, dass dieser Verbundwerkstoff im ursprünglichen Querlenker in Kombination mit dieser Art Schmiernebel für Wassereintritt gesorgt hat, beziehungsweise durch diesen Wassereintritt wurde dann das Fett in dem Gelenkkopf verdrängt und so kam es dann halt dazu, dass es zu diesem Quietschen und Knarzen geführt hat. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video eure Fragen gut klären. Wenn du dieses Video nützlich fandest und es dir gefallen hat, dann abonniere doch gern meinen Kanal, denn das hilft mir und dem Algorithmus, dass meine Beiträge noch mehr Leuten angezeigt werden. Und damit hilfst du mir auch, dass mein Kanal wächst. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch von hier aus alles Gute, bleibt gesund, allzeit einen vollen Akku und natürlich Spaß beim elektrischen Fahren. Schaut gern wieder bei mir rein. Macht's gut, bis dann, ciao.